vertreten, dass es in Deutschland nach Schätzung des Mieterbundes bis zu 70.000 Zwangsräumungen im Jahr passieren. Und es ist eben das Recht, in Anführungsstrichen, von Investoren, Banken und Hedgefonds, Wohnungsbaugesellschaften, jeglichen Wohnraum aufzukaufen und ihrem eigenen Belieben nach zu verwenden und zu verändern, welches sie von Zwangsräumen betroffen erst in die Situation bringt. Die Interessen der Mieter und Mieterinnen werden nicht berücksichtigt. Das Schicksal der Betroffenen ist weder für die Institution noch für die Investoren von Belang. Zwangsräumungen sind ein Akt extremer physischer und psychischer Gewalt. Oft erleiden die Betroffenen psychische Schäden und geraten in noch größere finanzielle Notlagen. Der Verlust des sozialen Nahraums, des angestammten Umfelds, manchmal auch von Freundinnen und Freunden, und die Viktimisierung setzen den Betroffenen immens zu. Die erfahrene Gewalt, das Gefühl extremer Ohnmacht und Hilflosigkeit zeichnet die Menschen oft nachhaltig. Wenn überhaupt, so sollte die Zwangsräumung das äußerste und letzte Mittel sein, wenn alle anderen Lösungsversuche gescheitert sind. Stattdessen wird es offensichtlich derzeit zum Mittel der Wahl, um vermeintliche Querulanten, Menschen mit privilegierten und zu günstigen Mietverträgen und ALG-2-Empfänger und Empfängerinnen loszuwerden. Dabei gibt es keine richtige Zwangsräumung. Eine Zwangsräumung bedeutet immer das Versagen aller Beteiligten, der ganzen Zivilgesellschaft, eine gerechte und friedliche Lösung zu finden. Oft wird dies nicht einmal mehr versucht. Wenn alle institutionellen Wege scheitern, Menschen vor Gerichten keine Gerechtigkeit erfahren, wenn sie darauf erst gar nicht hoffen brauchen, dann führt der einzige Weg, noch Druck auszuüben, um die Grundrechte als Menschen, Bürger und Bürgerinnen wahrzunehmen, über den Widerstand durch zivilen Ungehorsam. Sei es das Entrollen von Bannern, von den Wohnsitzen, von Politikern, Politikerinnen, Gerichtsvollziehern, Wohnungsbaugesellschaften oder Sitzblockaden oder Besetzungen. Viele Menschen sehen, dass es nur die gelebte Solidarität untereinander ist, die vor dem Schicksal der Zwangsräumung bewahren kann. Danke.